Zack! Und raus damit! Heute mal wieder hier entspannt am Wolchow Level 20 Gewässer auf die sogenannten Z-Fische unterwegs. Ja, und die Z-Fische Zobel, Zerte und Zope lüppen hier mal wieder richtig gut. Gerade schon hier mit dem Big Kauli geschrieben, der hat auch schon wieder ordentlich was rausgezogen hier und ein paar Trophies im Discord reingepostet. Link zum Discord unterm Video. Ja, und ich teste das jetzt hier mal für die Qualifikation, für die Herausforderung auf FIDA. Da brauche ich nämlich noch hier die Qualifikationsstufe 3. Fange ein Zobel in Trophäengröße mit einer FIDA- oder Winkelpickerroute. Ich frag mich eigentlich, wie ich meinen Zobel gefangen habe, weil abgehakt habe ich den schon. Ja, ich bin gespannt. Wir gucken mal, was hier so geht. Und es zubbelt los an allen Ecken und Kanten. Ich bin jetzt hier mit zweierlei Setups gerade unterwegs und teste natürlich auch erstmal, was überhaupt so geht. Links und rechts jeweils mit Borkenkäferlarve, 12er Haken und in der Mitte Caster und 10er Haken, hatte Bikauli gerade eben noch geschrieben. Und ja, da baue ich dann doch erstmal um. Ich denke, Borkenkäferlarve, Caster, vielleicht auch noch die Köcherfliegenlarve, Mistwurm, Made. Das sind so die guten Standards. Hier haben wir den ersten Zobel, beziehungsweise ich glaube den zweiten Zobel. Genau, ich habe gerade erst hier angefangen. Vorher war ich noch ein bisschen an der Achtuba. Ich sehe gerade, Kescher ist fast voll. Ja, wird schon. So ein paar Zettis ziehe ich noch raus. Eben die Zobel-Trophy ziehen. Kann doch nicht so schwer sein. Ja, und wie gesagt, es gehen halt ein paar gute Brocken rein. Ne? Und das Schöne bei den Z-Fischen, wenig Verschleiß, weil sehr leichte Fische und gute Kohlen, gutes Silber dafür. Ich gehe auch hier mal eine Nummer größer. Vom 12er auf den 10er. Hier lasse ich auch nochmal die Borke drauf. Borkenkäferlarve. Entfernung kann ich gar nicht so genau sagen. Ich denke mal, es sind ungefähr 20 Meter. Ich klippe hier nicht. Ich verwende ja auch gerade keine Futtermische, sondern baller einfach nur raus. Wir gehen gleich mal im Detail auf Setup ein, damit ihr ungefähr seht, ja, wie schwer auch das Blei ist und so Sachen. Also so ewig weit ist das nicht. Nicht so ganz schwer hier reingehen. Es sind kleine Fische. Wir wollen hier zart und fein rangehen. Man könnte sich hier tatsächlich mit dem Feederset Start einfach hinstellen. Was man direkt am Anfang hatte, reicht gänzlich aus. Ja, so ein Döbel ist tatsächlich schon mal eine Ausnahme hier. Aber kann schon mal passieren, gerade auf dem Caster. Döbel und Aaland kann da auch schon mal drauf reingehen. So, ich ziehe nochmal ein bisschen weiter raus. Und bin bisher auch schon ganz zufrieden. Geht schon direkt gut los. Das ist halt das Geile hier an der Stelle. Gar nicht lange warten. Passende Köder einfach testen. Zack, Zobel. Auch gutes Gewicht. Kleiner Zobel 234. Ich glaube, das ist so, ja, ich sag mal, schönes Standardgewicht. Und dann kann das aber auch gerne nochmal doppelt so viel werden. Und da zubbelt es weiter. Zerte solltet ihr feststellen hier an der Stelle und das irgendwann später mal testen, dass ihr tendenziell eher die Zerte drauf habt. Zerte kann man auch gut mal mit Mistwurm bzw. Tauwurm beangeln. Das ist der größte der Z-Fische. Die Zerte dann auch gerne mal mit einem 6er Haken probieren. Also gar nicht mal so hier 12er, 10er Haken oder auch mal darunter, sondern richtig hart reingehen. 6er Haken, vielleicht sogar mal mit einem 4er Haken, wobei das schon fast übertrieben ist. Aber so ein guter 6er ist für eine Zerte eigentlich immer eine richtige Wahl. Zack, jetzt gucken wir mal hier auf der Mitte nochmal. Das war jetzt hier der 10er Haken, nicht gehakt. Nicht gehakt. Da sah mir die Spitze schon so eindeutig nach unten gezogen aus. Zack. Wieder entspannt raus damit. Wie gesagt, hier ohne Clip einfach rauswerfen. Maximal raus. Ohne Clip, weil auch gleichzeitig weniger Verschleiß. Und so Moke wieder. Ja, aktuell läuft ja noch ein Giveaway hier auf YouTube. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich verlinke das Video nochmal eben.
Das wird auch schon gerade sehr gut angenommen und es stehen auch schon jede Menge Teilnehmer mit in den Kommentaren sozusagen. Einfach nochmal reinschauen. Es wird ein sehr, sehr geiles Setup verlost, verschenkt quasi von RF4. Ein Medium Light Set ab Level 28 kann man mitmachen. Achtet einfach drauf, es wird im Video nochmal alles beschrieben. Das Gewicht quasi der gefangenen Fische aus diesem extra Video im hinteren Teil des Gesamtwerks sozusagen. Da einfach das zusammenzählen, euer Level dazu addieren und zwar in ganzen Zahlen sozusagen. Also nicht 0,043, sondern man ist halt ein ganzes Level. Aber macht euch da auch nicht so einen Kopf drum. Es gab viele, die jetzt gesagt haben, ja, wo tue ich denn jetzt die 43 dran? Mache ich die vorne dran ans Gewicht? Mache ich die hinten dran ans Gewicht? Ja, macht euch da keinen Stress mit. Egal wo, es geht hauptsächlich einfach auch um zu erkennen, was für ein Level ihr auch seid. Ob das jetzt vorne dran ist oder hinten dran ist. Schillige Roll. Das ist kein Kriterium, ob man da jetzt gewinnt oder nicht. Wichtiger ist einfach, oder letzten Endes geht es einfach um die Kommentare. Wichtig ist tatsächlich, Abonnenten des Kanals, des YouTube-Kanals, hier Feierabend TV YouTube-Kanals, die haben halt die Möglichkeit. Und um es für mich leichter zu machen, könnt ihr da einfach eine Einstellung machen auf YouTube. Dann sieht man das sofort, da muss man gar nicht lange suchen. Dann ist es auch am Freitag mit der Auswertung deutlich schneller erledigt. Alter, jetzt kommen hier schon die Zerten. Heißt also, wenn ihr auf eurem eigenen YouTube-Profil seid, einfach oben rechts in der Ecke auf Einstellung kurz klicken. Dann hier bei Datenschutz, bei mir ist es normal ausgewiesen. Also meine Abonnenten als privat markieren habe ich nicht an. Das heißt also, man sieht also quasi, wo ich abonniert habe. Und dadurch kann ich dann wiederum sehen, wie easy peasy hier, zack, 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 ihr habt hier das Abo drin und so weiter. Und ich muss dann nicht aus all den Abonnentennamen erstmal eben raussuchen, ob der Gewinner denn dann auch tatsächlich ein Abo da gelassen hat oder nicht. Hilft auf jeden Fall, wäre eine geile Aktion, wenn er das kurz da einstellt. Vielleicht auch nur für dieses Dingen. Mir war gar nicht bewusst, dass das so schwierig ist, rauszukriegen. Wenn man sowas das erste Mal macht, ist das halt immer mit ein bisschen Komplikation verbunden. So, zurück an den Spot. Und da sind wir auch schon wieder raus damit. Wir wollen Zobel. Zack. Zobel als Trophy. Also, gucken wir mal, was noch geht. Ja, wie gesagt, die Qualifikation Zobel Feeder. Das wäre halt nice. 4 Stück schon abgeschlossen hier. Also Feeder Stufe 4 ist erreicht. Die 5. Quali wäre jetzt einfach nur auf der Feederroute oder Winkelpicker die Zobel Trophy abzuschließen. Das wäre natürlich noch ein Traum. Ja, vom Setup her, wie gesagt, ich bin hier relativ entspannt halt eben auch mit den Winkelpickern unterwegs. Man kann es, wie gesagt, auch mit dem Feederset Start einfach machen. Denn die Tragfähigkeit meiner Schnur oder vom Vorfach ist jetzt hier gerade auf 6,8. Man kann sich auch hier gut mit 3,2 Kilo Schnur oder Vorfachsmaterial hinstellen, beziehungsweise Fluorocarbon-Vorfach. Auch das möglich. Und dann gib ihm. Grundsätzlich bin ich eher bei einem 12er Haken. Ich teste jetzt, wie gesagt, hier der Bicauli hat ja schon ein paar Trophys gefangen. Der hatte wohl den 10er Haken drauf. Also teste ich das jetzt gerade mal hier auch mit dem 10er und da zuppelt es auch schon gerade. Anderes Setup hier, wie gesagt, dann mit Caster und 10er Haken. Aber immer so ungefähr in dieser Größe ist man dann da unterwegs. Auch hier zuppelt jetzt gerade schon los. Und die dritte, ja, auch wieder hier mit 12er Haken, Borkenkäfer. Hier könnte man, wie gesagt, dann auch nochmal andere Köder verwenden. Zuckmückenlarve kann man verwenden. Da ist sogar schon, na, doch nichts dran. Hat gerade jetzt angefangen zu zuppeln. Also, Zuckmückenlarve, durchaus eine Option. Köcherfliege, gucken wir mal eben rein hier. Genau, also, Caster, Made, Zuckmücke, Köcherfliegenlarve, Eintagsfliege und Steinfliege eher weniger.
die weniger und hier die anderen Insekten auch weniger. Aber ich sag mal, das sind so die wichtigen Komponenten. Ich mache hier jetzt nochmal einen Caster drauf, baller das Ding nochmal raus, zack. Und dann gucken wir mal, was geht. Caster immer wieder ganz weit vorne auch bei mir, bei den Ködern hier für die Zeddys. Mistwurm ist auch mal zwischendurch drin. Aber da kann es dann natürlich auch sein, dass dann gerade auch in den Abendstunden und Nachtstunden mal so eine Brasse mit drauf geht. Schön. 521. Gutes Ding. Gerne mehr davon. Auf Borke jetzt das Teil. Ja, da geht noch ein bisschen was. Ich glaube, ich werde es hier einfach durchziehen. Ich sehe im Chat, da ballern sie auch schon rein hier. Sehr gut. Oh, da geht ein bisschen was Größeres. Ja. Gerne ran hier. Mit den Trophies. Und das ist halt kohlemäßig der Hammer, ne? Also es gibt in der Gewichtsklasse gibt es hier einfach kaum einen Fisch, der ähnlich viel Silber bringt. Ja, 521. Naja, da geht noch ein bisschen was. Ich bin auch ganz entspannt, das wird schon. Und es zubbelt weiter. Das ist halt auch das Gute, ne? Schöne Frequenz. Ach, einen Köder habe ich noch vergessen. Seealge, vergesse ich immer wieder, aber Seealge, die man ja hier mit Schöpfkellen hier rauskriegen kann. So, mal ein bisschen schöpfen danach. Da kann halt zwischendurch auch mal die Seealge mit bei sein. Und die kann man auch ganz gut verwenden. Für Zope oder Zobel. Ist halt immer so ein bisschen nach Geschmack und so, ne? Je nachdem, wo die Fischis gerade Bock drauf haben. So, zack, direkt wieder raus. Und weitermachen, ne? Ich würde sagen, das ist es eigentlich schon. Zieht raus die Brocken. Ich ziehe jetzt hier weiter durch. Keine Ahnung, wahrscheinlich bleibe ich hier noch eine Stunde stehen. Ja, ich denke schon. Einfach mal so eine Stunde noch durchziehen hier. Und gucken, was so geht. Petri Lümmels, zieht raus die Brocken, wenn es geholfen hat. Daumen da lassen, hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags um 19 Uhr. Und nicht vergessen, nächsten Freitag, also am, mal eben gucken, hatte ich ja in dem Video auch schon gesagt, nächsten Freitag am 20. ab 19 Uhr ist dann eben auch die Verlosung von dem Giveaway, was jetzt hier auf YouTube in dem gerade noch verlinkten Video verlost wird. Also das gesamte Setup quasi, wird dann da verlost, geht dann da raus, machen wir alles live und dann weg mit dem geilen Medium Light Setup. Also viel Glück noch dabei, Petri, bis zum nächsten Mal.